Let's go! Ja, aber die Ladenzeiten sind schon insane. Wir sagen ja wie Winterdepression, Wetter sagt echt. Jo, die merke ich auch schon seit fast einem Monat jetzt oder so. Vitamine sollen ganz gut helfen. Vitamine von A bis Z so. Also ich merke bis jetzt noch nichts davon. Aber schauen wir mal. Auch heute noch nicht genommen. Ich habe die heute noch nicht genommen, stimmt. Wie schaut es bei dir aus? Was schaut bei mir aus? Ja, hilft's bei dir? Aktuell ist gar kein Winterwetter. Es regnet einfach und schüttet rund um die Uhr. Vitamin Doc. Anjanach, Beotodus, Kongala, Daimyo, Hermitauer. So, ich wollte dieses Scheißwetter. Ist so. Das Wetter ist einfach scheiße. Aber es gibt ja auch, also die Winterdepression nennt man ja auch saisonale Depression. Und das merke ich schon hart. Also ich bin da schon anfällig dafür. Bei mir ist Sonne wahnsinnig wichtig. Also ich muss jetzt, sing mal den Pokémon-Song. Es muss nicht sein, dass ich draußen bin oder so. Aber ich brauche einfach diese Farbe. Das Grau macht mich einfach trüb. Ich will diesen Kackvogel, der da fliegt. Ja, scheiß auf den Kackvogel. Ich muss sagen, ich bin Regenwetter immer besser für mein Mantel als 30 Grad und Schmelzen. Lass uns bitte tauschen, Res. Ich wünschte, das wäre bei mir so. Aber ich brauche Elite Good Weather. Das ist schon Skill, würde ich sagen, wenn man das so. Also wenn man durch. Wenn jetzt einen nicht runterzieht, das Wetter so. Regen, Schnee. Also Schnee ist auch geil. Schnee finde ich auch geil. Aber Regen finde ich einfach. Also Regen ist eigentlich auch nicht so schlimm. Bei mir geht es eher darum, wenn es halt den ganzen Tag grau ist. So, das ist so. Das macht mich einfach wahnsinnig. Ich brauche einfach gutes Wetter. Ich brauche Sonne. Wenn ich das Haus nicht verlassen müsste, wäre ich okay damit. Ja, ich glaube, da bin ich einfach dann ein bisschen arg kaputt, muss ich sagen. Empfindlicher, ja, das trifft man gut. Wie so Wetter, wo die Zeit stehen bleibt. Kein Wind, keine Sonne, keine Wolken, einfach grau, trocken und 20 Grad. Boah. Nee, das killt mich. Ja, wir schauen momentan One Piece. Sind jetzt bei Folge 991. Das war auch der Grund, warum wir gestern nicht gestreamt haben, weil wir One Piece geguckt haben und dann gedacht haben, ja, jetzt ist schon voll spät. Brauchen wir auch nicht mehr streamen so. Und wir machen ja jetzt eh so mittlerweile, dass wir so ein, zwei Tage in der Woche einfach nicht streamen. Und dann One Piece gerade. Und heute haben wir die ersten drei Folgen Jolly One Punch Man geguckt. Weil er da auch mal Interesse dran hatte. Dann haben wir gedacht, warum nicht? Schauen wir mal ein bisschen One Punch Man. One Punch Man, egal. Was schaust du dir gerade an?
sonst Mangas ballern. Jetzt gucken, was liegt dran. Ich bin aus meiner Manga-Phase schon wieder raus. Fällt mich voll auf. Weil es, glaube ich, einfacher wäre, einfach Mangas zu lesen, weil es, glaube ich, schneller geht. Nee, noch gar nichts. So, ich lese echt viel. Das war so ein Nick von meinem Saman war. So circa 30, 40 Chapter. Ding habe ich aber auch einfach ein paar Stunden durch. Voll geil. Dann auch wieder, ich lese auch nicht so schnell. Also ich bin nicht so der schnelle Leser. Ich würde schon sagen, ein bisschen überdurchschnittlich, aber es gibt ja Leute, die gehen da voll ab. Die lesen mit einer Geschwindigkeit. Wenn es langweilig wird, scroll ich einfach schneller durch. Ich hab dann Angst, was zu verpassen. Was geht eigentlich mit diesem Kackvogel? Warum fliegt der die ganze Zeit lang? Kann ich den irgendwie... So, jetzt der zweite. Da oben. Ich habe gelesen, dass der Durchschnittsjapaner eine Seite Manga in wenigen Sekunden rusht. Krass. Ja, kommt, denke ich, auch ein bisschen auf die Seite an. So, Dragon Ball geht ganz schnell teilweise. Aber ich bin auf jeden Fall schneller mit Manga als mit dem Anime. Schnelllesen hat man bei Manga aber immer das Problem, dass man sich nicht so viel Zeit für die Zeichnung hat. Ja. Achso. Hey, wie? Achso. Nee, ich geh da lang. Ja, ja. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, was für ein Manga ich lesen wollen würde. Ich lese sonst nämlich auch nicht echt schnell, wenn es im Buch ist. Wenn es nice out liest, lässt man sich schon Zeit. Ich bin gleich bei dir, Maxi! Ich muss diese kleinen zwei Trios töten. Mhm. Okay, wie viele? Der Tod. Ja, stimmt ja. Als Hörbuch. Wie das denn? Channel auf YouTube. Was? Ich
Boah, die Explosion hat mich einfach weggedrückt. Ja. Vielleicht mal Goodbye Harry. Das klingt negativ. Das klingt depressiv. Das ist sad. Und schon. Okay. Weil bei mir ist immer das Problem, ja, Winterdepression und so, Sadness ist dann schon scheiße. Sadness ist dann schon etwas, bei dem ich dodgen muss. Also ich kann mir das dann auch einfach nicht geben, so. Das macht mich dann noch depressiver. Ich brauche irgendwas, deswegen auch One Piece zurzeit, weil One Piece ist sowas, das ist einfach immer positiv, so. Ja, da sind auch Szenen dabei, so, und Teile dabei, die sad sind, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so richtig wohlfühlen. Das ist einfach positiv, so. Friendship is power, so, das ist geil. Das geht bei mir immer. Deswegen habe ich doch so viel Dragon Ball geguckt, weil es ist auch sowas, das ist einfach nicht negativ, das ist einfach immer positiv. Power! Meinst du die Power aus Chainsaw Man? Oder meinst du insgesamt Friendships Power? Scheiße. Schlag mich unten los, schlag mich! Dragon Ball Z einfach Power, mehr Power, ja schon. Genau. Da gibt's, ja, es ist halt auch im Endeffekt, ich weiß halt, was passiert, ne? Es ist im Endeffekt immer dasselbe. Ich bin stärker als du, nein, ich bin stärker als du, nein, ich bin stärker als du, bam, 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 ich bin tot und jetzt bin ich auf einmal wieder lebendig und oh krass, und jetzt bin ich aber wieder voll stark auf einmal, das ist Dragon Ball. So, du hast versucht mich zu töten, dankeschön, jetzt bin ich in der Lage, dich zu töten. Call of the Night, ich hab's mal gehört, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Was ist das? Kann aber auch sein, dass es der Beiname für irgendein Spiel ist. Yobukushi no Uta. Klingt geil. Aber ich finde, Japanisch klingt halt einfach alles geil. Sautschellig geht um Vampire. So, ich verdufte mal Maxi Doc und Chat. Wünsche euch einen angenehmen Stream und eine gute Nacht. Dankeschön, Escaroda, und bis bald. Ich wünsche dir auch eine angenehme Nacht. Gute Nacht, Escaroda. Danke, dass du da warst. Es war schön, dass du da warst. Cool, dass du dein Challenge Run beendet hast. Ja, Mann. Bei dir gerade sehr viel. Spielst du irgendwas? Könnt vergessen, was gab's denn Leckeres? Hattest du das gesagt? Kannst du überlesen? Döner? Pizza? Pizza-Döner?
Hello Marvin, was geht ab? Was machen? Ich hab nicht verstanden. Was hast du denn gegessen? Pizza? Döner? Pizza-Döner? Das habe ich gefragt. Geht's dir gut, Marvin? Uns geht's super. Ohne Scheiß. Ich habe genau diesen Dialog in meinem Kopf gehabt. Piraten. Pizzadöner. Und ihr werdet wieder richtig liegen. Yeah! Döner Wars. Ist das nicht schön, das zu wissen? Ich kenn dich so gut, dass wir wissen, was du gegessen hast, bevor du es uns sagst. Steffi, einfach neurecht geworden, jetzt jeden Tag Döner, oder wie? Vielleicht gibt es da günstigen Döner? Zu Zeppi ist wegen Döner im Dispo. Tatsächlich habe ich heute 2 Döner gegessen. Wahrscheinlich sogar noch mit Schaf der Bonze. Kriegst du deine Überstunden mit Döner ausbezahlt? Einen in der Heimat, weil es sein muss, und jetzt, weil ich faul war, was zu machen. Ja, aber Döner geht klar. Und wenn man bedenkt, so, ja, jetzt okay, kostet 6 Euro und so, aber was zahlst du für normales Food? Geil wäre es. Döner-Elementbaum. Der Verkäufer freut sich. Döner for life. Ich glaube, ich habe schon seit einem Jahr keinen mehr gegessen. Ich meinen letzten Döner gegessen. Ding mal so ein halbes Jahr. Aber auch schon lang. Aber Döner ist halt eigentlich was, was auch echt klar geht, finde ich. Das ist so essbar einfach immer. Hallo Jintu, was geht ab? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo Jintu. Ja, uns geht's super. Wir sind voll entspannt. Monster Hunter, ja! Stimmt, dass mein Dude immer noch genau weiß, wie ich meinen Döner mag, obwohl ich da seit 2 Jahren nicht mehr mache. Hey, ist doch geil! Der hat seinen Job halt raus. Todesgestank, Seth.